Es ist ein Beweis dafür, dass wir in Deutschland tolle Renntage veranstalten können, die vom Publikum angenommen werden. Wir haben fast 20.000 Menschen hier. Wir haben eine unglaubliche Begeisterung. Wir erleben großartigen Sport und wir erleben ein Event, so wie ich es mir vorstelle, mit vielen jungen Leuten, mit Picknicks, mit allem, wie wir es uns wünschen. Und deswegen kann ich mich eigentlich nur saugut fühlen. Wir haben ja überhaupt eine große Steigerung an Publikumsresonanz in den letzten anderthalb Jahren, weil wir, ich glaube, uns ein bisschen unterscheiden. Wir haben weniger abgesperrte Zonen für Eintrittskarte 15, Eintrittskarte 20, Eintrittskarte 50. Bei uns zahlen sie am normalen Renntag 8 Euro oder 10 Euro und dürfen überall hingehen, dürfen alles benutzen, dürfen alles sehen, können sich überall hinbewegen und machen so halt auch ein Social Event, der ein Familienevent ist und nicht getrennt von wichtig und unwichtig. Bei uns ist jeder Gast gleich wichtig. Wir müssen unsere Social-Medien-Arbeit noch verbessern. Wir müssen unsere PR-Arbeit anders aufstellen. Wir dürfen nicht der alte Besitzer, zu denen ich ja auch gehöre, heute mit Krawatte, aber mein Sohn würde auch nicht mit Krawatte hierher kommen, der würde so wie jeder mit einem, vielleicht einem Bläser und einem offenen Hemd kommen. Und genau diese Entstaubung, die sich im Äußeren, muss auch in das Innere umgesetzt werden. Wir müssen den Rennsport transparenter machen. Viele haben sich über dieses Matchrace aufgeregt. Ich fand die Idee als solches großartig, weil wir neue Wege gehen müssen. Ich meine, wie verkaufen wir den Golfsport? Ich meine, ich habe mir die Scottish Open angeschaut, eines der aufregendsten Golfturnieren seit langem. Aber es ist so langsam. Also wir müssen hier Änderungen vornehmen, die für das Publikum, die nicht Experten sind, nachvollziehbarer sind und einfacher sind. Und daran müssen wir arbeiten, dann können wir auch ein neues Publikum erreichen. Ich glaube, erstens ist Galoppsport nicht ein Sport, den du alleine erlebst. Also ich alleine auf der Rennbahn wette gegen mich selber und erlebe das Galoppsport-Erlebnis als Einzelner, da muss ich schon ein großer Experte sein. Galoppsport ist ein Erlebnis, den du in einer Gruppe erlebst. Also ich nehme vier Freunde und ich fange schon an, beim ersten Rennen intern für die nächste Runde Bier zu wetten, welches Pferd gewinnt. Das heißt, es muss ein Social Event werden. Neben dem Sport muss ich mich auch köstlich amüsieren zwischen den Rennen. Und das tue ich mit Freunden, also ein Gemeinschaftserlebnis draus zu machen. Dann, glaube ich, kommen wir weiter. Als Einzelerlebnis, so wie im Fußballstadion, wo ich mich hinsetzen kann und halt 90 Minuten mit einer Pause ohne Unterbrechung unterhalten werde, das habe ich ja nicht. Ich bin ja 5-6 Stunden da, erlebe 8 bis 9 Rennen und zwischendurch muss ich eben auch dann die Kommunikationsebenen haben, um mich zu unterhalten, zu erfreuen und zu lachen. Und zu ärgern, wenn ich verloren habe. Die Leute, die hier stehen und mitfiebern, dann ist es egal, wie viel Geld du hast. Du setzt 2 Euro oder du setzt 5 Euro auf das Pferd XY. Und das geht plötzlich nach vorne und du identifizierst dich mit dem, was da läuft. Das ist schon ein großartiges Erlebnis. Und junge Leute haben so, oder Kinder haben ihre Lieblingspferde. Also die gehen nach dem Dress, weil es halt ein rosa Dress hat oder ich weiß nicht was. Es sind die unterschiedlichsten Punkte, aber die Identifikation mit dem Pferd ist groß. Und das ist das Entscheidende an der Geschichte. Und das letzte Rennen, das hat noch dazu der Präsident des Münchner Rennvereins gewonnen, der seit Jahren hier kein Rennen mehr gewonnen hat. Also haben alle Leute geschrien vor Freude, dass er auch mal ein Rennen gewinnt. Und ich finde es großartig.